Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wieder. Heute zum Thema Nachtschreck oder, wie wir Mediziner sagen, Pavor Nocturnus. Ich werde häufig in der Sprechstunde mit diesem Phänomen konfrontiert. Eltern sind, wenn sie das zum ersten Mal erleben, sehr erschreckt. Sie ahnen zwar schon etwas in diese Richtung, aber erst durch das Gespräch mit mir wird klar, um was es sich da wirklich handelt. Es ist ein Phänomen, welches die kleinen Kinder, die Kindergartenkinder und manchmal auch noch die Schulkinder betrifft. Und zwar, dass sie nachts aus dem Schlaf heraus aufschrecken. Deshalb der Name Nachtschreck. Sie schlafen in der Regel unauffällig ein und auf einmal hören die Eltern ein Schreien, ein Klappern vom Bett, weil die Kinder rumfuchteln. Sie haben oft die Augen weit aufgerissen und schauen, wie wenn sie sich sehr stark erschreckt haben, in die Gegend. Aber sie reagieren nicht auf das Ansprechen der Eltern. Das fällt den Eltern sofort auf. Sie schauen quasi ins Leere und sie fuchteln und sie reden irgendwelches Zeug, oftmals nicht verständlich. Manchmal kann man einzelne Wortfetzen verstehen und daraus lässt sich dann manchmal auch eine, in Anführungszeichen, Therapie ableiten. Aber das ist selten. In der Regel weiß man den Grund für dieses Verhalten der Kinder nicht. Für die Eltern ist es wichtig zu wissen, dass das eine Eigenschaft ihres Kindes ist, welche einfach da ist. Sie ist nicht beeinflussbar. Im Sinne von, gibt es Medikamente, Tabletten oder Säfte, mit denen man das verhindern kann. Nein, es ist eine Eigenschaft, so wie das Nasenbluten oder wie die Neigung zum Leistenbruch. Etwas, was einfach da ist und manchmal über Jahre bestehen bleibt. Ich habe vorher angesprochen, dass man manchmal etwas versteht. Ich nenne ein Beispiel. Da hat ein Kind einen Nachtschreck und in diesem furchtbaren Rumgefummele sagt dieses Kind, weg Hund, weg Hund. Diese zwei Worte können dann einen Hinweis dafür geben, was in diesem Kind, in dem Kopf dieses Kindes vorgeht. Und wenn die Eltern dann nachdenken, dann fällt ihnen auf, tatsächlich in den letzten Tagen ist das Kind erschreckt worden von einem Hund, der das Kind angefallen hat und dabei laut gebellt hat. Das Kind ist furchtbar erschrocken. Und das kann so ein Auslöser sein für so einen Nachtschreck, dass das Kind quasi davon träumt und dann auch im Traum noch den Hund weg haben will. Und wenn man das weiß, dann kann man therapeutisch vorgehen. Und zwar, indem man dieses negative Bild eines Hundes in dem Kind herumdreht. Das sieht dann konkret so aus, dass sie sich ein Buch besorgen über Hunde, die Positives tun. Familienhunde, Lawinenhunde, Blindenhunde. Und dass man mit dem Kind bespricht, dass es auch viele Hunde gibt, die einfach lieb sind und die etwas Gutes tun. Sprich, ein positives Bild von diesem Hund zeichnen. Und das anschauen, bevor das Kind in das Bett geht. Und auf diese Weise kann man vielleicht verhindern, dass das Kind diese negativen Träume immer wieder bekommt. Aber das ist ein Glücksfall, ich gebe das zu. In 20 Jahren Berufserfahrung muss ich Ihnen sagen, meistens kriegt man das nicht raus, sondern wichtig ist nur, dass Sie wissen, bei diesem Nachtschreck handelt es sich im Prinzip um etwas, was nicht verhinderbar ist. Es ist harmlos im Sinne von, das Kind weiß davon bewusst nichts. Wenn Sie das am nächsten Morgen ansprechen, dann weiß es nichts von diesem Ereignis in der Nacht. Und das ist in gewisser Weise auch ein Vorteil und das exkulpiert Sie. Also das nimmt Ihnen auch irgendwelche Verpflichtung und Schuld, da irgendetwas zu machen. Es hat etwas zu tun im weitesten Sinne mit dem Nachtwandeln. Auch das ist eine Eigenschaft, die manche Menschen haben, die nicht verhinderbar sind, wo man aber, wenn man es weiß, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen sollte. Jetzt beim Nachtschreck passiert in der Regel eigentlich nichts. Manchmal, wenn sie so rumfuchteln, die Kinder, können sie sich an Kanten verletzen. Also da macht es Sinn, so ein bisschen zu schauen, ist im Bettbereich irgendetwas, wo die Kinder sich verletzen können. Aber ansonsten handelt es sich beim Nachtschreck um etwas, worüber die Eltern beim ersten Mal, wenn es auftritt, zwar sehr erschrecken, aber dann, wenn sie das kennen, eigentlich ruhig bleiben sollten.
Nachtschreck hat nichts mit Krampfanfällen zu tun, weder mit einem Fieberkrampf noch mit einem epileptischen Krampfanfall, auch wenn es manchmal so ausschaut. Beim Krampfanfall, da zittern die Kinder so, sie verdrehen die Augen und reden in der Regel nichts dabei, sondern machen höchstens so grunzende Geräusche, so. Aber es werden keine Laute formuliert. Und beim Fieberkrampf hat das Kind eine andere Auffälligkeit. Es ist heiß und es hat ebenfalls keine Geräusche, die es wie eine Sprache von sich gibt. So, jetzt denke ich, jetzt wissen Sie das Wichtigste über Nachtschreck. Und noch ein Trost zum Schluss, dieser Nachtschreck verwächst sich meistens. Bauchschmerzen, und zwar immer wiederkehrende Bauchschmerzen oder, wie man gerne auch sagt, chronische Bauchschmerzen. Und dieses Thema beschäftigt nicht nur mich in der Sprechstunde, sondern ganz, ganz, ganz viele Eltern zu Hause. Es ist etwas, was man über kurz oder lang beim Arzt besprechen muss. Fieberkrämpfe. Fieberkrämpfe machen unheimlich Angst. Diese Angst möchte ich Ihnen wegnehmen durch meine Erfahrung aus der Sprechstunde.